Ja, zweiter Versuch. Der wird natürlich jetzt kürzer. Ich habe jetzt keine Lust. Ich habe nur gerade mal geguckt. Jill ist gerade rausgegangen. Ja, jetzt bin ich schon wieder. Ist ja klar. Man darf nicht vergessen, man steht hier nicht um und man geht einen anderen Tag rein. Und das erste passiert ja nicht immer. Das ist ja das Komische. Ja, dass der Ton dann nicht geht. Ne? Das Bild geht wohl fast immer, ja, aber der Ton, also ich sage ja, wer mir das erklären kann, der ist das schon sehr gut, ja, aber bis jetzt konnte das keiner, noch nicht mal ein Profi konnte das mir erklären, ja, ja, ist traurig, ja, aber ja, warum habe ich das überhaupt angemacht? Ach so, ja, jetzt weiß ich, ja, Mensch, ist furchtbar, ich sage ja. Ist ja auch kein Wunder, Mensch. Ja, wenn immer so, wenn ich hier immer wieder gestört werde hier vom YouTube, ja. Da fällt mir gerade ein, ich habe vorhin, zu Putin muss ich was loswerden. Also Putin halte ich für sehr gefährlich, ja. Er ist natürlich der Einzige noch, der gegen Amerika ein bisschen standhält, ja. Trotzdem hoffe ich, dass das sich nicht noch weiter hochschaukelt da in Syrien und Erde bombardieren sein lässt, ja, sonst sehe ich noch Krieg hier auch in Europa, also wir haben ja in der Ukraine ist ja Europa, da haben wir ja Krieg, ja, in Ankara haben wir Krieg, wenn man so will, ja, und das passt mir alles nicht, ne, also das ist eine ganz gefährliche Kiste, ja. Und ich möchte ja keinen Krieg erleben. Also ich kann darauf verzichten. Ja, auf den Krieg. Ja, ganz einfach. Ja, ich lehne Gewalt ab. Dabei bleibe ich. Ja, da wo Gewalt ist, gehe ich weg, wenn ich kann. Gibt ja auch Situationen, wo man nicht kann. Ja, aber wenn ich die Wahl habe, gehe ich weg. Ja, ganz einfach. Ja. Ja, Putin, Putin. Aber das, gut, was Positives jetzt mal. Vorhin habe ich gerade einen Bericht gesehen auf Phoenix. Ich habe echt gestaunt. Ach nee, nee, nicht auf Phoenix, auf ZDF Info. Ich habe echt gestaunt. Ja, aber naja, gut, sowas können die natürlich auch mal machen. Ja. Da haben sie über Internetbetrug berichtet. War sehr interessant. Ja. Nur ist es ja so, die Polizei hat da ganz schlechte Karten, ja. Also an die Hintermänner kommt man meistens nicht ran. Ne? Speziell so zum Beispiel Pornoseiten werden dafür benutzt. Ja? Da werden dann Fakes eingesetzt. Frauen, die es ja nicht gibt und so. Und die Leute geben da ihre Kreditkarte raus. Und in dem Augenblick haben sie die Arschkarte. Ja? Schon hat man irgendwas am Hintern, was man nicht am Hintern haben will. Ja. Und ja, das war also wirklich die einzige positive Berichterstattung seit langem. Ja, muss ich, aber gut, wie schon gesagt, das ist unverfänglich, das können die natürlich auch mal machen. Ja. Aber wenn ich sehe, was bei KISS FM läuft, was bei den ganzen anderen Medien läuft, da kommt mir das kalte Grausen. Wenn ich nicht so ein angstfreier Mensch wäre, dann hätte ich Angst. Ja. Ich habe auch schon zu Jungen gesagt, das kann einem doch wirklich Angst machen, was hier abgeht. Ja, er ist da auch völlig relaxed, ja, weil er sieht die Dinge ja, also nicht so wie Icke. Nee, nee, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ja. Sonst kommt er mir dann wieder auf den Kopf, weil darauf besteht er ja. Dass er nicht, ja, und das ist ja auch gut so, weil jeder ist verschieden dem anderen, ja. Und ich sage dazu nur Folgendes, aber wir liegen in vielen Punkten doch schon ziemlich, sind da ziemlich nah beieinander. Also, soweit ich weiß, geht er, glaube ich, auch nicht wählen. Also weiß ich nicht, ob er wählen oder nicht wählen. Ist mir auch egal. Ich gehe jedenfalls nicht mehr wählen, ja, weil ich kann das nicht mit mir verantworten und aus und basta, ja. So, alles wieder schön wird, keiner versteht's, aber ich. Ist so geil. Nein, ist nicht geil. Irgendwann werde ich nicht mehr so wirre reden,
Ja, aber solange ich das noch brauche, mache ich das. Ja, okay, ciao.